Ja, ihr seht richtig. Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ich habe keinen Plan mehr, wo wir sind, aber das werden wir gleich schnell rausfinden. Ich habe doch schon über einen Monat nicht mehr gespielt, aus zeitlichen Gründen, das wisst ihr ja bereits. Und wir stehen hier, wenn ich mich nicht irre, vor Puerto Isabella. So war das, glaube ich, so ist das eine Erinnerung. Die Wache da vorne können wir schmieren. Oder waren wir da schon drin? Ich weiß es nicht. Das werden wir auf jeden Fall diese Folge machen. Und wir müssen hier in dieser Quest Tahana befreien. Chani hat Tahana auf eine Mission geschickt und er kann nicht zurück. Vermutlich hat ihm die Inquisition gefangen genommen. Rana Piri soll Tahana zuletzt gesehen haben. Ja, wer ist denn das? Ich weiß es nicht. Wir schauen nochmal hier nach dem Rechten. Das ist jetzt nah genug. Ja, der will 100 Gold haben. Wenn du mich nicht reinlässt, mache ich Ärger. Machen wir das wirklich? Wenn du mich nicht reinlässt, mache ich dir Ärger. Was denn? Du drohst mir? Und das vor unserer Stadt? Mach, dass du wegkommst, sonst schlage ich Alarm. Ja, super. Also der lässt uns nicht ohne weiteres vorbei. Ich schaue mal kurz in unserem Geldbeutel. Ah, 100 Gold, das ist natürlich eine... Aber, wer ist das denn? Ach, die haben, glaube ich, da einen Weg hierhin gefunden, oder? Tja, egal. Wir gehen jetzt hier rein für 100 Gold. Das ist jetzt nah genug. Ja, ja, ja. So, hier ist dein Gold. Hier ist dein Gold. Na schön. Du kannst rein. Am besten, du meldest dich gleich bei Kommandant Sebastiano. Aber ich warne dich. Lass deine Waffen stecken und deine Finger bei dir. Sonst noch was? Willkommen in Puerto Isabella. Ja, ihr habt's gehört. Willkommen in Puerto Isabella. Questerfolg, Puerto Isabella gefunden. Ruhm plus 50. Da können wir auch mal nach dem Rechten gucken, oder? Wir haben 2105 Ruhm. Wir können davon Feuerwaffen erlernen oder Voodoo. Jetzt habe ich schon gesehen, dass mehrere so Voodoo-Kram machen. Vielleicht kann man sich hey, ja doch noch... du siehst aus, als hättest du Durst. Ja, aber ich stehe hier drüben und... nicht da hinten. Du musst mich schon angucken, wenn du mit mir redest, ne? Was haben wir denn hier? Ach, ein Rechenschieber. Haben wir wohl noch keinen Taschenrechner, wa? Sophia, was geht? Ich hab mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Ja, ich bin auch ein Pirat. Ich bin Pirat. Dann sag das lieber nicht zu laut. Piraten haben wir hier nämlich gar nicht gerne. Du gehörst doch nicht etwa zu dem berüchtigten Piraten Crow. Und wenn es so wäre? Ach nein, du bist kein Schurke. Das sagt mir mein Gefühl. Und auf mein Gefühl kann ich mich verlassen. Ich bin Sophia. Ja, und hast du etwas Anständiges zu trinken oder warum bist du hergekommen? Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Okay. Eigentlich interessiert mich das recht wenig. Da werden wir uns später nochmal mit beschäftigen, mit der guten Dame. Was zu trinken? Ja, ich habe hier einen Kaffee stehen. Aber ich glaube, hier ist eher was anderes gemeint. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich habe gesehen hier, ne, auch ziemlich große Let's Player spielen alle hier die Voodoo-Heinis. Finde ich auch am interessantesten, aber... vielleicht sollten wir uns doch lieber den Blaurücken anschließen. Wer weiß, wer weiß. Wobei ich gelesen habe, dass sich der Weg nur in dieser einen Mission hier unterscheidet. Also in dieser Startmission, sage ich jetzt mal hier. Aber wir können uns später frei entscheiden. Also das soll nicht so extremst relevant sein. Ich möchte trotzdem mal zurück zu Jax. Ach, das ist ja gar nicht mehr Jax Turm, ne? Ne, von da kommen wir nicht. Wir kommen von da oben, glaube ich. Wo auch die Heinis daherkommen, die Blaurücke. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo eine Karte, ne? Die wollte ich mir nämlich erstmal besorgen. Wer bist du denn? Ach, nur eine Wache. Und du? Arbeiter? Hier, Ranak. Was weißt du über Captain Crow? Was weißt du über Captain Crow? Malava, du willst sprechen? Ich sage dir, ich bin hungrig. Bring mir Fleisch. Dann sprechen wir. Ja, wir haben einen Rucksack voller Fleisch. Hier, ich schau mal, was ich finden kann. Ich schau mal, was ich finden kann. Hallo? Wir haben noch Fleisch. Ach, verwöhntes Arbeiter. Ach, lassen wir das. So. Was haben wir hier oben? Da ist doch jemand, der schreibt. Miguel. Ich bin Miguel. Der Lagermeister von Puerto Isabella.
Was kann ich für dich tun? Oder Miguel. Kann ich bei dir was kaufen oder erzähl mir was über die Stadt? Erstmal die Waren anschauen. Kann ich bei dir was kaufen? Nein, darum kümmert sich meine Frau Sophia. Ich dachte, du bist der Lagermeister. Ich habe genug zu tun. Alles, was rein und raus geht, wandert über meinen Tisch. Und seit Alcazar die Rationierung befohlen hat, muss jede Liste doppelt und dreifach geprüft werden. Die meisten Leute machen sich ja kein Bild davon, wie nervenaufreibend Buchführung sein kann. Solange alles läuft, bemerkt mich niemand. Aber wehe, es fehlt mal was, dann bin ich es wieder gewesen. Ja, eigentlich interessiere ich mich nicht für Buchführung. Ich kenne das. Undank ist der Weltenlohn. Sollen wir einfühlig sein oder... Ach komm. Ich kenne das. Undank ist der Weltenlohn. Du sagst es, mein Freund. Du sagst es. Hör mal, du siehst wie ein Mann aus, der viel rumkommt. Ei. An den Stränden liegen noch Frachtkisten. War alles Zeug, das irgendwann mal angespült wurde. Und die soll ich dir bringen? 10 Stück. Ich werde dich dafür gut entlohnen. Also, überleg's dir. Ja, warum wird rationiert? Jetzt sind wir was überstanden. Nee. Wir haben auf jeden Fall eine neue Quest. Wir sollen für Miguel die Frachtkisten vom Strand, organisieren. So, das nehmen wir auch noch mit. Mein Gott, durch die lange Pause bin ich schon leider ein klein wenig aus dem Spiel raus. Ich hoffe, ich vergesse nicht allzu viel. Das ist Cooper, der ist bestimmt Schmied. Haben wir hier noch welche? Davon ist noch so ein Schreibheini. Tito. Eigentlich wollte ich erst nur eine Karte organisieren hier. Webster oder Webster. Der ist die ganze Zeit hier am was wegknuspern. So wie wir uns die Pilze... Ach, die können wir gar nicht einstecken. Wer ist das hier? Eusebio. Wer hat sich die Namen denn ausgedacht? Hey, sieh mal an. Der Pirat. Du kennst mich? Hey, Puerto Isabella ist nicht gerade eine große Stadt. Neuigkeiten sprechen sich schnell rum. Ja, aber verdammt schnell. So, erstmal das hier. Mehr ist nicht zu holen. Ach, armer Schlucker. Da haben wir ja schon fast... Ach, das sage ich eh. Da haben wir ja schon fast die 100 Gold wieder drin hier, wa? Was weißt du über die Gegend? Da draußen ist das Dschungeltal. Wenn du da schon rumläufst, solltest du aufpassen. Wieso? Da draußen gibt's wilde Tiere und stinkende Molukken. Die töten dich, bevor du es merkst. Wer? Die Tiere oder die Molukken? Beide. Okay. Was machen wir denn jetzt? Eigentlich wollte ich gar nicht mit dem hier großartig rumquatschen. Aber vielleicht können wir die anderen ja auch noch hier ausrauben. Was darf sein? Pistolen, Kugeln oder Pulver? Ganz egal, ich habe alles da, solange du zahlen kannst. Ja, ich will ein Gold, das ich mir nicht nehmen kann. Auf jeden Fall tschüss dann. Der Tito? Hey, ich bin Tito. Tito der Metzger. Ah, was macht der Metzger hier am anderen Ende der Welt? Was macht ein Metzger hier am anderen Ende der Welt? Die besten Steaks im Umkreis von 100 Meilen. Hast du Hunger? Hast du Gold? Wenn ja, bin ich dein Mann. Ja, vielleicht können wir was von den Arbeiter hier besorgen. Hast du nur Fleisch? Hey, Waffen bekommst du beim Schmied oder bei Webster. Bei mir gibt's saftiges Schweinefleisch. Dann zeig doch mal, was du hast. Ich hab kein großes Angebot. Wegen der Rationierung. Ha! Aber ich sag dir was. Wenn du mal Lust auf Fleisch hast, stell ich dir ein Päckchen zusammen. Steaks, Lendenkoteletts, Bauch, all die guten Sachen. Ja, komm, gib mir ein Fleischpaket. Gib mir ein Fleischpaket. Das bleibt aber unter uns. Okay. Ah, jetzt haben wir schon wieder so viel Gold hier ausgegeben. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Hey, Cooper. Hallo. Was willst du? Ja, sehr gesprächig. Hier, Taschendiebstahl will ich. Das hat sich gelohnt. Yes. So, dann haben wir das auch. Ist was. Ach, okay. Die namenlosen Wachen können wir leider nicht ausrauben. So, wir gehen nochmal kurz runter und versuchen einfach mal dem Typen da das Fleisch zu geben. Wer ist das? Benito? Schaust du dir die Geschütze an? Ganz schön beeindruckend, was? Die Rohre sind extra für diese Expedition gegossen worden. Die haben eine größere Reichweite als die meisten Deckgeschütze. Nett? Nett? Was du hier siehst, mein Freund, ist das Beste, was die Rüstungsschmieden Calderas je verlassen hat. Ja, nee. So, ich wollte erst einen dummen Spruch lassen, aber ich... Ah, hier ist er. Hier, nimm das Fleisch. Hier.
Nimm das Fleisch. Tabonga, Gucho. Jetzt reden wir. Alles klar. Was kannst du mir gegen... kannst du mir gegen Crow helfen? Kannst du mir gegen Crow helfen? Du trägst die Kleidung wie Crow und seine Tonkas. Aber du sprichst wie die Blauröcke. Die Kleidung ist nicht wichtig. Ich will gegen Crow kämpfen. Auch ich spüre, dass sein Weg nicht gut für die Shaganumbi ist. Und doch folgen Bakia und die Tonkas der Shaganumbi ihm. Ja, warum folgen eure Leute Crow? Warum folgen eure Leute Crow? Crow ist ein mächtiger Anführer. Er trägt den Speer der Divas. Die Titanenharpune. Weißt du, was er damit vorhat? Er wird die Divas rufen. So wie es vor tausenden Jahren zuletzt geschah. Ja, Tivas sind wohl die Titanen, nehme ich mal an, oder? Was genau sind die Tivas? Die Tivas waren hier, bevor wir hier waren. Sie sind alles. Sie sind Feuer, Erde, Wasser und Himmel. Einst wurden sie bezwungen und versanken in langem Schlaf. Du redest von den Titanen? Sie sind unsere Götter. Wenn die Götter wieder wandeln, wo ist dann der Platz für uns? Ja, das frage ich mich auch. Was wird geschehen, wenn die Tivas kommen? Wie kann ich Crow aufhalten? Wie kann ich Crow aufhalten? Ich kann dir dabei nicht helfen. Ich bin ein Gefangener der Blauröcke. Mein Platz ist jetzt hier. Gut, dann anders. Was würdest du an meiner Stelle tun? Die Shaganumbi leben im Westen. Geh dorthin. Sprich mit Chani. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ah, ich kenne Chani. Höre ihre Worte. Schenke ihr Vertrauen. Dann kannst du Crow besiegen. Alles klar, aber was wird geschehen, wenn die Tivas kommen? Was wird geschehen, wenn die Tivas kommen? Ich spüre, sie werden Unheil über die Shaganumbi bringen. Sie sind zornig. Zornig darüber, dass man sie vergessen hat. Crow hat den Speer. Er kann ihren Zorn nutzen. Sie werden tun, was er sagt. Und dafür haben wir 100 Gold ausgegeben? Boah, ich glaube, es hakt hier. Nee, genau. Jetzt gucken wir nochmal bei Sophie vorbei, oder wer ist das denn hier? Gerade nicht. Okay, dann nicht. So, oh, so. Jetzt aber. Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Ja, was hast du noch zu bieten außer Grog? Was hast du noch zu bieten außer Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Aber gerne doch. Ja. Welche besonderen Schätze gibt es hier? Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder Hinweise. Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Okay, willst du mir etwa ein Geschäft anbieten? Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest, ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Alles klar, wie viele Flaschen brauchst du? Wie viele Flaschen brauchst du? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Ja, schon klar. Der rote Wein, also wir sollen mindestens 5 Weinflaschen finden. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Ja, vielleicht finden wir hier eine Karte. Was ist das denn hier? Aha, ist aber auch nicht viel besser. Nee, komm, das lassen wir. Die hat jetzt zwar Rubinringe. Okay, aber da haben wir einen besseren. Silberzunge rum. Schatzkarte. Für 100 Gold nur. So, neue Quest, der Schatz am Strand von Puerto Isabella. Ja Mensch, haben wir denn eine Schaufel? Da muss ich gleich mal gucken. Ich glaube schon, ne? Achso, da haben wir noch das Rezept. Wo ist denn das? Benutzbares? Plunder? Vielleicht? Warzenschweinfell, mein Gott, was haben wir denn alles dabei?
Aber ich könnte schwören, dass ich auch eine Schaufel habe. Oder gehen die immer kaputt? Ach hier, zwei Stück sogar. Mann, Mann, Mann. Da bin ich mal wieder blind. So, okay. Dann, was kann die überhaupt beibringen? Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Zeig mir die Wirkung von Schmerztöter. Das ist eine Härte gerade. Kannst du mir ein paar Tricks beibringen, um Leute einzuschüchtern? Noch besser einschüchtern? Noch mehr einschüchtern? Sag ich mir Schussverletzungen. Schussverletzungen wegstecken, okay. Einschüchtern will ich eigentlich gar nicht. Das kostet 1000 Gold, ey. Nee, komm, lass gut sein. Wir gehen erstmal einen Schatz suchen. Das Dumme ist, wir haben immer noch keine Karte. Doch, haben wir. Hä? Letztes Mal hat er noch angezeigt, dass wir keine haben. Oder ist das das falsche Spiel? Hier oben soll auch Tahana sein. Das muss hier sein. Und ich würde sagen... Hier, legendäre Handspiegelflasche Gedanken. Nee. War das das hier? Genau, den hier. Den markieren wir uns mal auf der Karte. Und... Okay, wir müssen einfach in die Richtung den Strand entlang. Da haben wir doch mal wieder ein bisschen was zu tun. Ja, wenn es denn da weitergehen würde, das sieht ganz schön gefährlich aus. Naja, komm. So ein flaches Gewässer hier. Hä? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Müssen wir jetzt hier Jump'n'Run-mäßig rüberhüpfen oder was? Ach du Scheiße, wir können nicht durchs Wasser laufen. Okay, dann müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Und zwar hier außenrum. Da wird es bestimmt nicht weitergehen, aber vielleicht oben. Dann schauen wir da nochmal. So, hier müsste es lang gehen. Können wir die Kanone überhaupt benutzen? Na, ich will das Schiff nicht versenken. So. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Oder auch nicht. So, ach, schön heller Sand. Da wird die Datei wieder richtig schön groß. So, da vorne haben wir noch was. Und wenn ich Pech habe, sind ja auch gleich wieder so Riesenkrabben oder sowas. So, was haben wir hier? Frachtgut. Ach, guck mal, hier ist auch noch die andere Quest. Okay. Aber hier ist nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal den Strand hier entlang. Ach du Scheiße. Und da hört es auch schon wieder auf, ey. So, was haben wir denn hier noch? Huch. So, eine Muschel. Und hier Gackernuss habe ich auch noch gesehen gerade. Und eine... Kompliziertes Schloss. Sehr kompliziert. So, ich versuche hier mal außenrum. Oh, leck mich doch. Ich bin weg. Ich bin sowas von weg hier. Weil gegen so ein Vieh habe ich echt überhaupt keine Chance, würde ich mal sagen. Ha, da bräuchten wir irgendwas, um aus der Ferne anzugreifen. Also, ja, und der Tritt fehlt uns, ne? Das ist natürlich jetzt, na, suboptimal. So, haben wir hier noch irgendwas? Kräuter oder irgendwie? Irgendwas? Nee. So, sind wir noch sehr weit entfernt. Ach scheiße, das ist da vorne, wo die Krabbe ist und wir haben noch nicht mal einen Begleiter, ey. Ach ja, die erste Folge ist halt lang und ich bin hier schon wieder total am Rumjammern. Ich würde sagen, ja, dann werden wir uns erstmal um Tahana kümmern. So, was haben wir hier noch? Hier, ist das Wein? Rotwein. Okay, eine haben wir schon mal. Wahrscheinlich sind auch irgendwelche... Flaschen hier in diesen Häusern, wo wir nur mit so ein bisschen Schleichskill reinkommen. Wenn überhaupt. Naja, komm, wir gucken erstmal hier noch. So, vielleicht ist hier irgendwo rum was. Da hinten, ach, da waren wir auch noch nicht. Hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge zu entdecken. Okay, da ist ein Arbeiter und da Knecht oder Markt, irgendwas. So, hier haben wir aber noch was. Eine Geisterlilie, die nehmen wir natürlich mit. Und ja, okay, hier ist jetzt kein Wein mehr. Da müsste es hochgehen. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja gut, ich würde echt sagen, dass wir erstmal
das mitnehmen. Und dann würde ich sagen, werden wir mal... Ach, das ist Tito, mit dem haben wir doch schon gequatscht. Naja. Dann werden wir mal Richtung Tahana gehen, würde ich mal sagen. Aber das machen wir nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten. So. Ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Risen 2 Dark Waters. Also, bis dann.